herzlichen Glückwunsch. Ich lache mir herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu einem neuen Video. Herzlich willkommen. Nee, wir sind heute wieder am schönen Nürburgring. Es ist ein Grand Prix-Strecken. Track Day. Und der Steffen hat sich dazu entschlossen, so ein bisschen mal Grand Prix-Strecke, ein bisschen Technik, ne? So ein bisschen mal sauber fahren. Ja, genau. Ein bisschen weiterentwickeln das Ganze. Auf dem Weg zu Le Mans musst du halt kleine Schritte gehen. Und wir sind eh hier, wie man sieht. KTM ist da mit den Rookies und Steffen Persch, anderer Steffen mit Mercedes ist da, aber einzelne Videos. Und Ziel ist heute auch Spaß haben, Auto heil lassen. Wie immer. Christoph Breuer wollte normalerweise dazu stoßen, ist leider krank. Also gute Genesungswünsche. Ja. Sollen wir dann noch drauf eingehen, was wegen dem Thema Nürburgring? Es gab einen Hauch Ärger. Nicht Ärger nicht, aber Irritation, möchte man sagen. Ja. Weil wir dürfen es auch so sagen, wir wurden von der Nürburgring GmbH kontaktiert nach dem Video, was er und wir in unserem Kanal gepostet haben, Hensler schnelle Runde auf der Nordschleife, was natürlich im Rahmen der Touristenfahrten passiert ist, aber ganz klar, es war eine reine Spaßnummer und man darf ja in Deutschland auf einer mautpflichtigen Einbahnstraße keine Rennen gegen sich selber fahren. Nein, das lief ja auch gefühlt so nebenbei. Die Uhr lief da so und war eigentlich egal, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz ist die Message angekommen. Kann ich verstehen. Deswegen sind wir heute hier. Hier ist es ja wohl erlaubt. Hier ist es erlaubt. Pistenclub, ja, ist ein Trackday. Hier darfst du machen, was du möchtest. Na genau, guck. Und, nein, aber es sollte nicht zur Verherrlichung von... Wir wollen auch keinen Anstiften dazu, damit Zeiten zu ballern. Genau, meine ich wirklich. Also aber es ist ein reines Spaßprojekt. Ja, total. Egal, was total. Noch passiert, rein Spaßprojekt. Ja. Heute ist das egal. Heute fahren wir gegen die Uhr. Volle Lotte, ja. Heute, sag mir mal einmal kurz, was ist eine Zeit, damit ich... Komm wieder damit. Ja, komm. Wenn wir bei der einen Sache das gesagt haben, müssen wir es hier auch. Was wäre eine Zeit, wo ich sage... Wenn ich die habe, dann kann ich sagen, gehe ich hier nach Hause und sage, alles ist gut. Wenn wir die ganze Strecke fahren, wovon ich ja ausgehe, würde ich sagen 2,15. Sagen wir 2,15. 2,15, okay. Genau, und das wird so sein, ich werde wieder ein bisschen mit ihm fahren. Nicht so extrem viel wie bei der Sache, wo wir mal sonntags auf. Ihr merkt, es wird ein sehr langes Video. Ja, ja. sondern er wird auch viel heute alleine einfach fahren, ballern, machen, tun. Ja. Aber Rundenzeit 2,15, angekommen. Wir sehen. Um und bei. Um und bei, ja.
Okay, wir starten Gas, ja hier. Ja, ich glaube, ja, okay. Aber das ist leider hier dann vom Paul hinter dem Mann. Ah ja, aber für die Anfänger. Ja. Weiter hoch vor der Kurve. Ja. Ist dann in der Kurve etwas langsamer, aber kann dann wieder mehr Speed rausnehmen. Wo der Danny ist. Danny hat zwei, drei Wagenlänge, Wagenbreite Platz bis zum Rand. Du bist eigentlich schon jetzt ganz raus. Zwei Stints, wie man sagt, sind rum und das Ziel war ja erstmal gut fahren etc., aber auch eine 2.15, das habe ich schon erreicht, da habe ich schon mal einen Haken dran. War auch in den letzten zwei Runden auf so einer 2.13er Schiene, habe da mal ein bisschen Verkehr gehabt, ein bisschen Pech gehabt, aber es ist wirklich extrem geil. Man muss auch wirklich aufpassen, das merke ich selber, dass man das Auto auch nicht überfährt. Man denkt, jetzt kann man es schon richtig geil und denkt, huhu, es wird immer schneller und dann merkst du ganz schnell, oh, 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 übertrieben und so. Also da muss man sich selber ein bisschen zügeln und ich dachte erst vorher so, ja komm, immer, das sind immer so 40 Minuten Slots. Bis danach aber auch echt schwitzt du ab, brauchst auch deine Pause und dann weiter. Aber ich glaube, ich spüre die 2.13 noch. Ich spüre sie. Wie schnell war er denn jetzt? 2.15. In dem Sinn. In dem Sinn, ja. Okay. Wenn mir aber was. Ja, nee, du hast 2.15 gesagt. Da habe ich gerade gehört. Ohne dass ich es wusste. Ja, siehst du. Aber da ist auf jeden Fall mehr drin, das merke ich selber. Also ich würde sagen, 2.13, 2.12, 2.13. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ohne das Veranstalten. Ja. Kaffee ist drin geblieben. Hat es gerade Spaß gehabt? Ja, aber gut. Ja? Letztes, da ist quer ist mehr, ne?
besser zwischen den Zähnen, habe ich gesehen. Hä? Also jede Runde, die ich von da drüben geguckt habe, habe ich mir gedacht, okay. Ja, das kam halt immer. Ich habe es gesehen, ja. Aber es ist auch viel los gewesen in dem Straßenstint. Hast du denn noch Sprit drin jetzt? Ja, ich habe bin der Spieler losgefahren, hatte ich vorher voll gemacht. Also. Drei Viertel noch. Okay. Aber schon sehr aggressiv in der. Ich hab's dir geschickt. Okay. Sehr aggressiv in der Passage. Sehr gut. Ja. Also Schiss, dass da was passiert, hast du nicht, ne? Nee. Gut. Merkt man auch. Ich war heute ja nicht dein Coach. Ja, aber was ja, ne? Ich habe mich ein bisschen zurückhalten müssen. Migräne, Kopfschmerzen, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Nein, Heiko hat das natürlich perfekt gemacht. Was sagst du? Also, sehr gut. Sehr geil, gut, oder? Ja. Nee, das Ziel war ja, um das abzuhaken, 2:15. Ist es am Ende eine 2:14:2 geworden. Können wir das einblenden eigentlich? Können wir das einblenden? Ja, können wir. Kannst du auch einen Zettel schreiben? Nein, als Beweis. Du musst mal alles beweisen. Ja, ne? Das stimmt. So, aber wir haben deutlich mehr gegangen. Mit die Reifen waren natürlich hinten raus, muss man sagen, war nur noch. Ne? Verkehr war relativ. Ja. War cool. Sehr gut. Und man merkt, dass du dich, das habe ich vorher auch schon gesagt, man merkt schon, dass du dich hier dann relativ schnell auch wohler fühlst auf der Grand Prix-Strecke und dass du halt auch viel mehr so Risiko. Und ich habe mir das ja so von mehreren Punkten mal so angeguckt. Da kam immer der GT3 mit dem Hammer durchs Feld durch, sag ich mal. Natürlich auch einfach viel schneller merken, wann was kommt. Ne? Also ich meine, Nordschleife, da bist du am Ende und weißt nicht mehr, was am Anfang. Also weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt hier 4 Runden gefahren bist, dann weißt du, Bremspunkte so ein bisschen zumindest. Ne? Ja. Das lernst du einfach schneller. Aber ist geil. Es läuft. Läuft. Geht voran. Kein Kratzer am Auto. Nee, heil geblieben. Jetzt ist erstmal Winterpause. Ja. Obwohl wir beim besten Wetter heute hier gefahren sind. Ja, mega. Richtig cool. Und ich spare auf neue Reifen erstmal. Einmal sexy Carwash. Ja. Und bin gespannt, was so noch passiert. Ja. Ne? Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Oh, das ist eine Drohung. Wir sehen uns das ist eine Drohung. Okay. Nächstes Mal mit Kevin auf dem Beifahrersitz. Ja. Also, danke und tschüss.